Badam, bam, badam, ba. Herzlich willkommen. In diesem Kurs kannst du den blauen Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in allen blauen Blöcken Tarnkappen finden, die dich unsichtbar machen. Naja, halbwegs. Auf diese Weise kannst du durch bestimmte Wände gehen und Gegner ungesehen ausweichen. Ich hatte mal ein Emulator-Plugin. Das war so scheiße, dass... Okay, wo muss ich runtersetzen? Hier. Wichtig, alle roten Münzen kriegen. Für mich. Das war schon mal ein Fail. Ja, und zwar würde man hier dann einen Stern kriegen. So, mal wisst. Ich hatte mal ein Emulator-Plugin, das konnte eben nicht diese Halbtransparenz, das konnte eben nur voll weg oder gar nicht weg. Jetzt will ich ja wahrscheinlich hier runter. So. Jetzt kann ich darüber springen. Gut. Und hier war ich dann die ganze Zeit erstmal unsichtbar. Und ich wusste nicht, wo ich war. Und das war so scheiße. Was war das? Gut, hier kriegt man einiges an Ein-Ups übrigens. True, die niesen gerade und deswegen niesen die auch Feuerbälle. Feuerball, meine bevorzugte Waffe in Skyrim. Ja, das war auch schlau. Geht immer hoch. Was ist hier drin? Bitte ein paar Ein-Ups. Ich habe so wenig davon. Gut. Hier schnell wieder runter. Weil die überschlagen sich am oberen Ende. So. Du musst das so machen. Und dann so. Das ist dann wirklich. Da muss man wirklich immer wechseln. Hier muss man sich festhalten am besten. Und hier bin ich auch am meisten eigentlich immer gestorben. So, und wenn man alles richtig macht, könnte man eigentlich hier durch und mit den roten Münzen könnte man sich dann einen Stern holen. Hast den blauen Schalter aktiviert, und jetzt kannst du die Tarnkappe benutzen. Okay, speichern. Gut, okay, jetzt muss er hier rein. Tarnkappe. Alle Ein-Ups sind einfach nur Mützen. Ja, also Mützen sind für ihn Ein-Ups. Fast so cool wie Münzen, aber Mützen und Münzen ist ja was ganz anderes. Naja, ne? Cap and Coin. So. Hier sind wir wieder. Hier ist der Ausgang an diesem Überbleibsel des Burggrabens. Und wir hätten 9 Sterne. Wir hätten 10 kriegen können, aber nein, ich habe natürlich eine rote Münze vergessen und der Rest wollte ich mir gar nicht holen, denn hätte sowieso nichts gebracht. So. Jetzt, yep. Gut. Darüber, ja. Ich wollte noch eins gucken. Nummer eins, ich wollte euch noch was zeigen. Diese Kanone. Diese Kanone schaltet man frei, wenn man 120 Sterne hat. Das steht ja aber nicht. Irgendwas mit Schwimmen und sowas. Aber schwimmen kann ich sowieso. Das ist die Anleitung zu schwimmen. Und sowieso lese ich eigentlich keine Schilder vom Schloss vor. Weil die einen nur die Steuerung erklären. Und die Steuerung ist eigentlich eindeutig. So, ich glaube, man muss jetzt hier diesen Baum. Warte, warte, warte. Cool. Noch einen ab. Wir haben 14 Leben jetzt. Das ist nicht wenig. Muss ich sagen. Das ist nicht wenig. Zap, klick. Mal gucken, was ist hier drin? Na, was ist hier wohl drin? Hier ist ein Schloss. Das war irgendwie klar, oder? Moment, welche Welt gehe ich jetzt? Hier. Twomp. Twimp, Twomp, Twimp. Moment, heißt hier überhaupt Twomp? Nein, der heißt nicht. Heißt ein Wump, oder? Ja, der heißt ein Wump. Okay. Wumps Wuchtwall. Besiedige König Wump. Okay. Hop, hop, hop. Da geht Film. Gegner sind auch sehr wachsam, wenn du dich leise, also langsam bewegst. Unachtsam, ach so. Die Kameraposition kannst du durch C rechts und C links verändern, um einen Überblick zu erhalten. Das Weitwinkelobjektiv wird mit C unten eingesetzt. Die Details der Umgebung werden so sichtbar. Ein Warnton erklingt, wenn die Bewegungsfreiheit der Kamera eingeschränkt ist. Das waren die Meldungen und damit zurück zum laufenden Programm. Weitwinkel, okay. Die Musik. Schlaf gestört. Tut mir echt leid.
Mario, du kaltherziger Bengel. Wieder hier hin. Ja, diese Welt gibt es übrigens auch in Super Mario Galaxy 2. Und da kann man sie ansteuern und dann kriegt man eben genau diese Welt hier zu sehen. Weitwinkel bitte. Teils der Umgebung. Moment, welches war jetzt nun richtig? Hier war es nicht richtig. Es gab, glaube ich, eins da. Konnte man da runter oder was bei Super Mario Galaxy 2, dass man da irgendwo runter konnte? Ist auch egal. König wird besiegt bald. So. Eigentlich kann man hier auch ein bisschen abkürzen, indem man das so macht. Dafür ist der Baum nämlich da. Wenn man jetzt auch noch auf den Berg da gehen könnte. So, jetzt dreht man sich mit dem Kopf dahin. So. Irgendjemand hat es geschafft, hier diese Wand da irgendwie durchzuglitschen und am Ende hat man einen Stern. Ja. Ja. Interessant. Ich habe es nie verstanden, wie das geht. Sah so ziemlich so aus, als würde er die Wand einschlagen. Sollte es, glaube ich, auch. So, hier. Ein recht möglicher Trick. Mist. Ja, dieses Spiel ist voll von Tricks. Da. Und wir haben einen Stern. Here we go. Normalerweise soll man sich mit einer Kanone darauf schießen, aber wer braucht schon eine Kanone? Flieg ins Blaue, man sieht's. Flieg ins Blaue und dann kriegt man das. Nope. Wir doch nicht. Wir machen's anders. Ah, ganz viele Tots. Die kenne ich auch aus Luigi's Mansion. Luigi's Mansion, ein Spiel, was ich vielleicht auch let's playen werde. Aber ich habe so viel vor, wenn ich erstmal die GameCube emulieren kann, aber eins geht natürlich vor allem. So, jetzt sieht man hier Sonne. Jetzt macht man First Person oder so was ähnliches und dann guckt man in die Sonne rein. Soll man zwar nicht. Okay, hier kann man den roten Schalter finden. Und dann nochmal die Steuerung der Kappe. So. Upp, kriege ich überhaupt einen? Nö. Jahoo. Ganz geübte Flüger können hier wirklich unendlich lange in der Luft bleiben. Ich kann das nicht. Und ich treffe die ganzen Münzen nicht. Okay, ich nehme wieder neuen Anlauf. So, speichern. Speichern, so. Verlassen tut man das Level, wenn man entweder den Stern kriegt, wie ich es immer mache. So, deswegen habe ich das gemacht, weil ansonsten wäre ich runtergefallen, dann hätten wir sowieso das Level verlassen. Diese Kappe ist wohl das Markenzeichen eigentlich von Super Mario 64, abgesehen von 3D und allem, aber... Hui. Oh, kein Anlauf mehr. Oh Gott, das war knapp. Und es ist irgendwie für mich gerade recht unmöglich, hier irgendwie Anlauf zu nehmen. Ich glaube, es geht sowieso nicht mehr. Also jetzt. Ich glaube, es geht nicht mehr wirklich jetzt noch so viel Höhe zu kriegen, dass man die ganzen roten Münzen kriegen kann. Von daher einfach runter. Ist mir auch egal. Jetzt haben wir die roten Münzen, roten Mützen freigeschaltet. Nicht roten Münzen, sondern rote Mützen. Bläh. Und jetzt können wir zum Level, wo ich eben hin wollte. Nämlich hierhin. Bläh. So. Jetzt aber richtig. Oh Gott, es ist schon kurz nach 6. Wow. Besiege König Wump, das wird auch mein letzter Stern jetzt sein. Denn ich müsste langsam mal was essen. Das wäre wirklich etwas, was gerade von Vorteil wäre. Ich habe nicht ein bisschen Hunger. Egal. Was gibt's eigentlich heute? Keine Ahnung. So. Ein Schild. Okay. Jetzt können wir entweder da am Rand lang gehen oder hier einfach rüber.
diese Donutblöcke. Wie sie auch. Also sie heißen, früher hießen sie Donutblöcke, glaube ich, weil sie so ziemlich aussahen wie Donuts. Und jetzt ist eigentlich jeder Block in Mario, welcher runterfällt, irgendwie Donutblock. So, perfekt. Bald Link switching every day. Hier ist König Wump und ich glaube, er ist nicht so toll. Das gibt es doch gar nicht. Was willst du, Wicht hier in meinem Reich? Ich werde dich lehren, meine Befehle zu. Oh, diese vermalerten Rückenschmerzen. So, was man machen muss. Hoch, damit man nicht paralysiert wird. Und auf den Rücken. Oder ich glaube jedenfalls, dass man hochspringen muss, während er rauf runter geht. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube gar nicht. Können wir gleich mal testen. Auf jeden Fall dreimal und dann ist auch Ende. Nö, hier nicht. Dann war es wie das letzte Mal auch das nächste Mal. Du hast dich von meinen Kreuzschmerzen befreit. Als Dank gebe ich dir dafür diesen Stern. Ja, ich dachte normalerweise, dass man jetzt den irgendwie zersplittern tut, aber egal. Ja, er ist jetzt auch weg. Er ist jetzt tot und trotzdem Kreuzschmerzen befreit. Ich bin tot, ich fühle nichts mehr. Das ist eine Logik. Ding, 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 ding. König Wump besiegt. Speichern und weiter. Speichern und Ende. Speichern und überhaupt generell. Jo, das war's. Ich würde einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und im nächsten Mal, gucken wir mal, wie es weitergeht. Tschüss.